So, während die ganzen anderen YouTuber noch meine Challenge mit den Herzen versuchen, spiele ich schon mal eine neue, und zwar eine mit einem Bogen. Ich blende die hier mal kurz ein und gebe sie grob wieder. Der junge Mann schreibt, ich darf mir nur einen Bogen kaufen und muss den mehrmals, weil das auf Gatter unmöglich ist, auf Level 30 verzaubern, bis ich einen OP-Bogen habe und nur mit dem die Runde gewinnen. Gut, dann würde ich sagen, wir legen direkt mal los und spielen die Map LSD. Super. LSD ist, glaube ich, die beste Map für diese Challenges, also für irgendwelche Challenges, wo du Coins brauchst. Das ist ja bei Gettern immer der Fall, dass du Coins brauchst. Weil man hier einfach seinen Weg selbst aussuchen kann von oben herab. Und dann hat man immer schon die optimalen Routen. Oh mein Gott, habe ich gerade verkackt. Ah, das war so schlecht. Das war noch schlechter. Das wäre eigentlich safe jetzt so richtiger Streak gewesen. Und dann habe ich richtig verschissen. So, die kann ich mir holen. Kann ich darüber gehen? Den gar nicht mehr. Ey, was mache ich denn? Ich sollte einfach safe runtergehen und nicht diese risky Sprünge hier nehmen. Pass mal auf, machen wir das mal hier. So, so. So, dann kann ich mir den hier holen. Ich sollte einfach safe so viele Blöcke mitnehmen, wie geht, und nicht irgendwie so risky Sprünge machen und die Blöcke nehmen, die eigentlich voll schwer zu bekommen sind. Das war echt blöd. So, nehmen wir den noch. Weil hier sind ja eh genug. Bei LSD ist das echt super easy. Ich weiß nicht, woran das liegt bei der Map, aber ist einfach so. Guck mal, wie viele Blöcke da vorne sind. Das hast du auf keiner anderen Map. Das ist immer nur bei LSD. Also, kleiner Tipp auch, wenn ihr aus einer Challenge versucht, nehmt immer LSD in den Map-Pool mit. Weil da sind echt die Coins am easy getten, Alter. Guck das an. So. Nein, ich habe den nicht mehr bekommen. Aber ich habe 585. Und das, obwohl ich nicht mal irgendwie weit unten war. Und da hätte ich noch viel mehr angesammelt. Wenn ich nicht gestorben wäre, hätte ich, keine Ahnung, 1000 Coins. Heftig. Und jetzt kommt Atlantis. Atlantis ist auch eine gute Map, glaube ich. Wenn man am Anfang manche solche Sachen hat. Der leckt zurück, der Kollege. Dann hole ich mir das. Alter, wie lächerlich. 814 Coins. Einfach so. Das ist, ich weiß nicht, wieso das bei Atlantis so ist, dass man am Anfang so viele Coins hat. Ob das ein Bug ist oder ob das gewollt ist. Ich habe keinen Plan. Ist auf jeden Fall richtig komisch. Okay, der Sprung war nicht machbar. Hätte ich mir vorher Gedanken drüber machen müssen. Aber ich kann hier rüber jetzt mit Resistenz. Easy peasy. Übelcut. Okay, das ist nicht so nice. Kann ich den haben? Ich sehe nicht, ob das 2 oder 1 auseinander ist. Es ist 1 auseinander. Verdammt. Ich hätte warten sollen, bis die Übelcut weg ist. Oh, das war richtig stupid. Aber ist noch kein Ding. Ist noch nichts vorbei. Da unten sind nämlich noch ein paar Blöcke und die kann ich mir noch gönnen. Ins Ziel will ich sowieso nicht, glaube ich. 3 Herzen, reicht das? Das sollte reichen, ne? Ja. So, den kriege ich nicht mehr. Wahrscheinlich. Aber ich kann weiter runter gehen. Und dann kriege ich den da unten zum Beispiel. Ja, den kriege ich. So. Den da drüben kann ich mir nicht mehr holen. So, hier runter. Er ist auf 6. Schnell holen. Okay, habe ich. Sehr schön. Jetzt muss ich nicht mehr sterben. Jetzt chill ich einfach. Der geht ins Ziel. Ja, nice. 1000 Coins nach 2 Runden. Machbar. Also, es ist echt ziemlich map-abhängig, was man kriegt. Edgar ist, glaube ich, wieder so eine Map. Die ist schwieriger. Aber besser als Steinwürmer und besser als, was war noch? Bunker und, ja, Mario geht eigentlich. Oh, hinter mir ist direkt einer. Ich chatte da mal lieber weg. So. Super. Bisschen Abstand gegaint. Jetzt gucken, wo ich hin will. Da drüben wären ein paar gewesen, da unten ist einer. Aber sonst sehe ich da drüben nichts. Da wären welche, aber die sind schon zu weit weg. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie noch hochkomme, sodass ich den da drüben holen kann. Wenn ich den Sprung schaffe, dann schon. Jawohl. Das war ein richtiger Poker jetzt. Aber man muss im Leben mal gefährlich spielen, Leute. So. Das ist meins. Krieg ich den da drüben noch? Ah, den habe ich jetzt, da bin ich jetzt blöd gesprungen. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Nee, ich verschwende mal lieber keine Zeit mehr. Regeneration, easy peasy. So, dann kann ich vielleicht sogar ins Ziel jetzt. So. Gönne ich mir den Block hier. Den kann ich mir auch gönnen. So. Oh, er hat gewonnen. Wow, der war gut dabei. Ich hatte gerade voll den Tunnelblick, hab's nicht gecheckt. Aber 1200 Coins, da bin ich auf jeden Fall am stärksten dabei. So, und jetzt gönne ich mir den Bogen. Der ist ja hier, ne? Ich nehme mal nur einen Bogenpfeiler, entscheide ich dann nachher.
sondern nehme ich 30 Level. Zweimal, sollte mal genügen. Sondern verzaubern wir den mal auf Stufe 3. Power 3. Power 4, Punch 3, Unbreaking. Alter. Unbreaking will ich aber nicht unbedingt. Punch 2, nee. Warte, was habe ich noch nicht drauf? Ich kann eigentlich nur noch die nehmen, oder? Ich kann ja kein, es gibt ja kein Flame oder Infinity, was ich bekomme. Oder kann ich Flame oder Infinity hier draußen bekommen? Power 4. Power 5 kann man ja nicht bekommen. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo Flame. Da ist Flame. Was? Lol. Achso, das geht. Ah, ich verstehe. Krieg ich noch Infinity? Oder so? Ich lasse es mal dabei. Ich lasse es mal dabei und kaufe mir ganz viele Pfeile einfach. Das geht schon. Ganz, ganz viele Pfeile reinspammen einfach. Ich darf mir sonst nichts kaufen. Obwohl, Essen darf ich mir sicher kaufen. Guck, weil sonst kann ich ja nichts machen. Essen muss ich mir kaufen. So. Ich muss die Runde nur mit dem Bogen gewinnen. Oh Gott, ich glaube nicht, dass das so eine geile Map dafür ist. LOL. So, das Zeug darf ich jetzt. Darf ich das anziehen? Nee, ich darf das nicht anziehen, oder? Ich zieh's mal nicht an. Ich will mal fair bleiben. Weil ich ja nicht weiß, wie das gedacht war. Aber ich zieh's mal nicht an. Ich habe ein bisschen Schiss, dass mich hier gleich einer backsteppt. Aber noch sollte das gut gehen, wenn ich jetzt hier rüberlaufe. Geh mal weg. Ich hau mal lieber ab. So, noch ein Hit für dich. Noch ein Hit für dich. Springt da einer ins Wasser jetzt? Ich hab ein bisschen Schiss. Ist er gestorben? Der ist verbrannt. Die sind beide gestorben. LOL. Wie OP ist das denn? Wieder ins Wasser mit dir. Zurück. Ist da oben einer? Ich hab ein bisschen Angst. LOL. Okay, ich habe echt ein bisschen Schiss gerade, weil es sind noch 6 Spieler am Leben und ich sehe nur einen. Die können halt von überall kommen und hier jetzt halt backstabben. Ich darf auch nichts davon anziehen, also spiele ich das einfach so runter, aber das macht nichts. Oh, da vorne sind welche. Da kann ich rein spammen. Da vorne ist auch noch einer. Der hat nur voll die schlechten Sachen. Der geht halt safe down mit einem Schuss oder so. Okay, 2 Schüsse. Oh Gott. Oh Gott, er ist hinter mir. Oder? Ja, ist hinter mir. Oh, der will mich hitten. Oh Gott. Der eine ist down. So. Das Wasser gehen ist, glaube ich, nicht die beste Art, um gegen den Bogen zu kämpfen. Nur weil ich Flame habe. Ich weiß nicht, mein Freund. Hey, da war doch gerade noch ein Wasser. Da unten. So, der ist auch down. 3 Schüsse brauche ich für den. Lol, wie geil. Wo ist denn der andere hin? Gerade habe ich wieder ein bisschen Angst. Da oben ist der. Ist der letzte, ist der letzte. Der soll mal rankommen hier. Oder hat er Schiss von mir? Komm mal ran, Kollege. Alter, das ist richtig geil. Komm ran! Ich habe nicht mal Rüstung ein paar. Ich habe 36 Level, weil ich halt mit dem Bogen im Schaden gefehlt habe. Das heißt, ich hätte gar keine Coins gebraucht eigentlich. Man kann es eigentlich nur so spielen. Komm durch aufs Schiff, sagt er. Ich kann versuchen, irgendwo in Höhe zu gewinnen. Dann kann ich vielleicht aufs Schiff schießen, sodass der Typ runterfällt. Das wäre nice. Hier, wenn ich hier hochgehe, guck mal. This is my house. Mit der Rüstung ein Schwert für dich. Ich habe selbst Rüstung und ein Schwert. Aber das brauche ich nicht, denn das ist für Noobs. Oh, er ist ins Wasser gegangen. Jetzt habe ich ihn. Ich muss aufs Boot. Dann kann ich ihn jetzt hier runter knallen. Okay, er will abhauen. Komm her. Komm her, Freundchen. Komm mal her. Der läuft nach oben irgendwo hier. Was macht denn der? Ja, warte, der kämpft mir hier sicher ab. Ich trau mich schon fast wetten.
Komm. Nein. Hör doch auf wegzulaufen. Dude, was tust du? Er ist hier links jetzt. Oh Gott. Komm raus. Komm raus, kleine Maus. Was ist das? Ja, als ob er sich echt nicht traut, gegen mich zu kämpfen. Come on. Jetzt hat er keinen Bock mehr anscheinend. So. Nice. GG. Oh. Alter, was für ein Game. Wo ist das denn Arm? Wo ist das denn Arm? Ich habe keine Rüstung. Ich habe Eier aus Stahl. Okay, aber das war eine echt coole Runde. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ja, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr solche Challenges habt. Die war echt schon nice. Aber es gab nicht so viele gute Sachen dabei, leider. Ihr könnt auch gerne, wie gesagt, andere Spielmodi schreiben. Ob es jetzt Jump League ist, ob es jetzt ein 1v1 auf Teamolia ist. Keine Ahnung, schreibt irgendwelche Sachen, ja? Ich habe Bock auf so Challenges gerade. Also haut ruhig raus. Und ja, wir sehen uns dann, denke ich mal, beim nächsten Mal. Vielleicht werde ich außerdem heute noch streamen. Also haltet die Augen offen auf Twitter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.